Herr Rotter, was sind für Sie persönlich die Highlights bei den diesjährigen Jazztagen hier in Ingolstadt? Natürlich die wir Highlights nennen. Also erstmal das Highlight in der Kirche, Christian Wallumroth. Dann natürlich im Festsaal Power of Three, Chick Corea am Piano, Stanley Clark am Bass und Lenny White am Drums. Das ist die Minimeter-Ausgabe von Return to Forever. Mhm. Da fehlt halt der Gitarrist Aldi Miola, aber der fehlt da eigentlich nicht. Mhm. Und halt Zapmama im Bürgerhaus. Bei welchen Künstlern musste der Herr Rotter denn am meisten Überzeugungsarbeit bei Ihnen leisten? Das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber er musste mich zum Beispiel, hat mir das, der Name Christian Wallumroth Ensemble überhaupt nichts gesagt. Und als er mir das als Highlight vorgelegt hat, hat der Rotter, können Sie mal kurz erklären, um was es überhaupt geht. Aber er hat mich dann eben überzeugt, wie er mich oft überzeugt hat, weil er die Szene kennt wie wenige. Ob man es schließlich überzeugt hat, weiß ich nicht. Weil die einfach nicht, ich sage, sie haben keine Ahnung, aber sie fühlen diese Musik nicht, sie haben mit dieser Materie nichts so zu tun. Also muss ich halt den Leuten diese Bands vorstellen und zu Recht sagen, das ist ein Highlight. Kann man sich das so vorstellen, dass du da mit dem Jan Rotter beieinander sitzt und ihr geht die Künstler durch? Wer passt nach Ingolstadt zu den Jazztagen, wer nicht? Ja, heutzutage sitzt man sich fast nicht mehr zusammen, sondern telefoniert halt oder macht es via E-Mail. Aber letztendlich immer in der heißen Phase, wenn es dann um die letzten Entscheidungen geht, dann besprechen wir uns schon sehr. Oder wenn dann ein Act absagt, dann geht es ja darum, Ersatz zu finden. Was kann man dann platzieren? Und da ist der Austausch wichtig, weil jeder einen anderen Horizont hat und jeder andere Kontakte. Und es ist für einen allein immer sehr, sehr schwer, das große Feld des Jazz abzudecken. Ich erstelle mir erstmal eine Listen, die einfach gibt, also Künstler wie Michael Bublé, George Benson, George Duke, die sind alle auf meiner Liste. Van Morrison sowieso und Tom Waits sowieso, wenn die alle leben und kommen wollen und Randy Newman, der eigentlich nicht gekommen ist, aus gesundheitlichen Gründen, den werden wir wiederholen. Natürlich sind das ja, und die Liste ist weit und breit, Cassandra Wilson, Diane Coll, also ich muss die... Natürlich habe ich die Liste und die arbeite ich ab. Wenn das in mein Konzept passt, klasse. Wenn nicht, dann müssen wir halt da Absprüche machen. Was ich ganz besonders begrüße, ist, dass wir diesmal erstmals für Kinder ein Angebot machen, weil ich glaube, dass kulturelle Bildung und Kulturpädagogik was ganz Wichtiges ist, dass die Schule heute aus vielen Gründen heraus nicht mehr so den Zugang vermitteln kann zu kulturellen Dingen, wie das vielleicht früher der Fall war. Und dass es deshalb ganz wichtig ist, dass gerade Kulturveranstaltungen auch Angebote für Kinder bereithalten. Also deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass wir ein Angebot für Kinder haben. Ich denke, das hat uns gefehlt. Also im Gesamtkonzept haben wir Jazz für Schulen, Jazz for Kids fehlt. Die Festival, die ganz großen New Orleans, die machen das und die Kollegen machen das mit Erfolg. Und wir müssen da gucken, dass wir Nachwuchs kriegen für den wunderbaren Jazz. Jazz an den Schulen, das ist im Gnadental-Gymnasium, Röchling-Gymnasium, wird Unterricht erteilt, Workshops gemacht für Schüler. Und da haben wir die letzten Jahre immer große Ensembles gehabt, Big Band oder Rhythmusschulung. Dieses Jahr wollen wir uns auf kleine Ensembles konzentrieren. Es wird eine kleine Jazz-Kombo geben, die Steve Fuchs, er war 20 Jahre Leiter der Four Seasons. Er wird also diesen Workshop leiten, er ist Saxophonist. Und den zweiten Workshop macht die Janice Harrington, eine bekannte Jazz- und Blues-Sängerin. Und sie will eben den Schülern beibringen, wie man richtig phrasiert, wie man Jazzgesang gepflegt macht. Ist man aufgeregt, wenn man so als Kenner der Jazz-Szene mit Sicherheit einige Namen besser kennt als ich und ist da der allererste Künstler, der die Jazztage eröffnen darf? Natürlich ist man aufgeregt. Es wird ein wahnsinniges Event, wenn man so ein Festival eröffnen darf. Und mir wurde jetzt aber auch auf der anderen Seite die Aufregung schon ein bisschen genommen, da ich die ersten Proben schon absolviert habe mit meiner Gruppe in Amsterdam. Und dann muss ich sagen, da kann wenig schief gehen. Jetzt gibt es für den nicht ganz so profunden Jazzkenner einige Namen, die ihr vielleicht zum ersten Mal hört. Welche dieser Namen können Sie denn den Leuten besonders ans Herz legen? Ja, natürlich diese Skandinavian Night, also die Susanna Wallumroth sollte man sich angucken und anhören. Also die größte Freude hat mir Jan gemacht, wo er aus dem Hut gezaubert hat, Susanna and the Magical Orchestra, weil ich die ersten zwei Platten von ihr schon habe. Und es ist ein Traum, diese Frau zu erleben, und sie kommt eben jetzt, und ich denke mir, es wird ähnlich einschlagen wie Rebecca Backen vor einigen Jahren, und ja, ist für mich der absolute Geheimtipp. Natürlich will ich nicht verschweigen, das, was bei der Party 1 läuft, dass man jetzt mit Simon Phillips, der bei Toto Drums spielt, der Pino Palladino, der bei Jeff Beck Bass spielt,
Das muss man sehen. Ich freue mich zum Beispiel jetzt ganz besonders auf Mary Boyne, dass sie im Altstadttheater auftritt. Dann vielleicht noch für Leute, die ein bisschen traditionelleren Jazz wollen, im Café Hohe Schule gastieren zwei Afrikaner, die sich mit New Orleans verbinden. Ist also auch sehr spannend, eben diese zwei unterschiedlichen Kulturen, und machen ein Tribut an Louis Armstrong, an Sechmo. Und es ist verblüffend, wie dieser kamerunische Trompeter Louis Armstrong interpretiert. Ich freue mich wahnsinnig auf Pino Palladino und Simon Phillips. Bin ich sehr gespannt. Und ich freue mich unter anderem natürlich auch total auf Chick Corea und Stanley Clarke. Das wird der Wahnsinn. Das heißt, du wirst dir bei diesen Künstlern auch was abschauen, oder kannst du dann einfach mal abschalten und dir einfach das Konzert anschauen und genießen? Ich hoffe, ich könnte es genießen, aber ich glaube, ich werde die ganze Zeit ein bisschen am Abgucken sein. Klar, wenn man solche Leute dann schon auf der Bühne stehen hat, muss man sich ein bisschen was abgucken. Wäre schade, wenn man ohne leeren Händen rausgeht. Sind Sie mit dem Programm, wie es jetzt steht, rundum zufrieden, oder blutet Ihnen das Herz, weil Sie irgendjemanden, den Sie sehr gern bekommen hätten, nicht bekommen haben? Ja, natürlich würde ich gerne John Spenson haben wollen, ne? Der eigentlich die Tour erst am 12. November beginnt. Natürlich passt das nicht in unsere Datenbank, aber den haben wir verhandelt und den wollten wir haben. Neue Künstler, junge Künstler, auch in Deutschland wie Jan Delay, den hätten wir ja auch dem jungen Publikum präsentiert, aber leider sind die ziemlich ausgebrannt, die haben lange Touren, und er hat uns gesagt, er würde gerne kommen, aber 1.11. ist Schluss, Urlaub mache ich nicht. Grundsätzlich müssen wir uns in Ingolstadt auch klar sein, das heißt zwar Jazz-Tage, das ist ja auch in Montreux, das wird immer Jazz- und Blues-Festival heißen, und viele Festivals haben einen bestimmten Namen. Aber letztendlich inhaltlich werden es nur noch Musikfestivals sein. Das heißt nicht, dass man starr auf eine Richtung geht. Das würde dem Zeitgeschmack total widersprechen und wäre kommerziell auch nicht mehr vertretbar. Also die Struktur, wie wir sie heute haben, entwickelt sich im Prinzip durch Diskussionen nach den Jazztagen, wo wir darüber sprechen, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, was versuchen wir im nächsten Jahr zu ändern. Und das haben wir seit vielen Jahren eigentlich konsequent gemacht. Und aus diesen Diskussionen heraus hat sich dann die Struktur entwickelt, dass man einfach Dinge, die sich bewährt haben, weiterführt. Und Dinge, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, auch den Mut hat zu sagen, okay, das machen wir in der Form nicht mehr, wir überlegen es in eine andere Form. So ein Jazzfestival wie Leverkusen von der Größenordnung her ist was ganz was anderes auch, das natürlich dann schon mal bekannter ist wie Ingolstadt. Aber es dürfte sich bald ändern.